Wenn ich Workshops und Fotoreisen organisiere, dann gibt es für mich immer so verschiedene Hürden, verschiedene Herausforderungen, um zu wissen, was das Richtige ist. Eine der größten Hürden für mich ist, ein richtiges Datum zu finden, vor allem für den nächsten Workshop, den ich jetzt plane, diesen dreitägigen Fotografenausflug. Da war es für mich ziemlich schwierig, 3 Tage zu finden, wo das Wochenende auch noch dabei ist, damit es für viele einfacher ist. Das ist zumal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was muss man den Leuten alles bieten, damit sie eine gute Zeit haben. Und der dritte Punkt ist Location, Unterkunft und so weiter. Und jetzt habe ich eine coole Location gefunden im Kanton Wallis. Und jetzt warte ich gerade auf den Autoverlad hier im Kandersteg. Ihr seht, es hat ein paar Autos. Und da gibt es einen Zug und da kann man das Auto auf den Zug laden und fährt dann durch den Tunnel. Ich war soeben im Reisebüro, habe mir ein paar Infos und Tipps geholt und einer dieser Tipps liegt hier hinten. Und zwar handelt es sich um einen kleinen Bergsee, den man gut bei einer Morgenwanderung anschauen und fotografieren kann. Bin ich jetzt bei der Pfaffler Alp angekommen und laufe jetzt die 20 Minuten zu dem mir empfohlenen Grundsee. Und werde dort ein paar Fotos machen, einfach um ein paar Eindrücke zu kriegen. Und dann werde ich mich mal in die Unterkunft begeben. Und noch ein bisschen die Unterkunft fotografieren und anschauen. Der See sieht sehr hübsch aus. Scheint ein Warentransport zu sein. Der See sieht ganz hübsch aus, nicht sehr riesig. Ich habe aber 2 gesehen, die kurz vorher dort drin gebadet haben. Wird wahrscheinlich nicht gerade warm sein. Also für die, die dann mutig sind, können sich dann auch noch in den See begeben. Aber ansonsten bin ich mir sicher, dass der bei Sonnenaufgang noch besser aussieht. Jetzt sah er schon ziemlich cool aus. Ich habe vorhin auf der Karte noch was ganz, ganz Spannendes entdeckt und das muss ich euch zeigen. Schaut es euch mal an. Schaut euch mal dieses Schmuckstück hier an. Ich liebe Wasserfälle. Hat sich gelohnt. Keine 5 Minuten vom Parkplatz. Bevor ich jetzt weiterziehe, möchte ich dir oder euch natürlich auch noch kurz die Unterkunft zeigen, die wir dann im Fotoworkshop beziehen können. Wir haben ein riesiges Haus, schön geräumig, mit allem, was es braucht. Jetzt geht's weiter ins Lötschental. Heute mache ich so eine kleine Wanderung, eine der möglichen Wanderungen, einfach um mir einen kleinen Einblick zu verschaffen, wie das werden könnte. Bis später. Ich bin jetzt den Weg nach Platten gestartet. Mal schauen, wie lange ich habe. Aber es beginnt schon mal sehr schön. Schöne Wege, schöne Umgebung. Einfach zum Genießen. Ich
bin jetzt etwa in der Hälfte der Strecke, bin hier in Weißenfluh und hier gibt es ganz, ganz viele Häuser, die sehr, sehr alt sind oder zumindest so aussehen, sehr niedlich und sehr, sehr spannend, um das mal anzuschauen. Aber für mich wären diese Häuser nichts, die sind meistens sehr niedrig gebaut. Ja, gehen wir weiter. Ich bin jetzt fast angekommen. Fazit der kleinen Wanderung: sehr schön, sehr angenehm. Am Anfang geht es ein bisschen hoch und dann geht es gleichmäßig einfach weiter und dann langsam bergab. Also ich war jetzt etwa 2 Stunden unterwegs, bin eigentlich gut durchgelaufen, aber gemütlich. Jetzt geht es nochmals runter bis nach Wieler und dort geht es dann mit dem Auto nach Hause wieder. Dann bereite ich mich für morgen auf eine Hochzeit vor. Genau, das war so ein kleiner Einblick. Wenn dir das gefallen hat und du noch mehr davon sehen möchtest, weißt ja, wo du mich findest. Und dann schicke ich dir die Daten für das nächste Foto-Weekend, welches ich hier organisieren werde. Und dann sehen wir uns. Ciao.